Hallo, ich habe heute wieder mal eine Aktie gekauft, beziehungsweise ich habe mich sogar an drei Unternehmen beteiligt. Ich bin die letzten 2 Wochen nicht dazu gekommen, Aktien zu kaufen wegen einem Urlaub. Und jetzt, wo ich zurück bin, habe ich das quasi nachgeholt, weil ich nach wie vor jede Menge Chancen sehe und habe also meine wöchentlichen Aktienkäufe fortgesetzt und heute eben gleich 3 Stück gekauft. Ich habe im Urlaub nochmal darüber nachgedacht und habe mich entschieden, weiterhin im Energiesektor zu kaufen. Also ungefähr jeden dritten Kauf, den ich machen werde, soll eine Energieaktie sein. Ungefähr ein Drittel möchte ich in Basiskonsumgüter investieren und das letzte Drittel quasi in sonstige, wo ich momentan besonders gute Chancen sehe. Und besonders gute Chancen habe ich heute bei diesem dritten Kauf bei Deutsche Wohnen gesehen und da habe ich also noch einmal ein paar Aktien dazu gekauft. Ich möchte das in dem Video nochmal argumentieren, weil auch öfter die Frage kommt. Auf der einen Seite sehe ich den deutschen Wohnungsmarkt auf eine Katastrophe zusteuern, ja. Wohnraumknappheit wird ein irrsinniges Problem sein. Auf der anderen Seite investiere ich in Bestandshalter von deutschen Instituten von Wohnbaugesellschaften. Manche sehen das als Widerspruch, ich sehe das nicht als Widerspruch und das möchte ich in dem Video nochmal breiter erklären. Die Politik hat es also in Deutschland geschafft, dass auch im Gegensatz zu den Nachbarländern die Baukosten mittlerweile in Deutschland bei 5.000 Euro am Quadratmeter liegen. Das heißt, dass kaum mehr neuer Wohnraum unter diesem Preis am Markt kommen kann. Gleichzeitig steigt die Nachfrage und hier habe ich die Sondersituation, vor allem bei Deutsche Wohnen, die relativ niedrig verschuldet sind gegenüber Konkurrenten, dass der Wohnraum in der eigenen Bewertung, wenn ich es mit dem Aktienkurs ungefähr hochrechne, dann ist der Quadratmeter Wohnraumschulden schon abgezogen bei Deutsche Wohnen bei ungefähr 2500, 2600 Euro bewertet. Das heißt, neuer Wohnraum kommt zu 5000 Euro am Markt. Gleichzeitig habe ich Bestandshalter, die den Wohnraum noch nur halb so hoch bewerten, weil auch früher viel weniger im Bau, in der Erzeugung gekostet hat. Und darum soll es in dem Video gehen. Ich glaube, dass das eine Sondersituation ist, dass hier eine ziemliche Chance liegt. Ich begrenze allerdings hier auch streng meinen Einsatz, weil es in Richtung hochspekulativ geht. Das ist auch wie immer keine konkrete Empfehlung, sondern ich sehe hier einfach gewisse Chancen und die möchte ich in dem Video eben nochmal erklären, warum man gleichzeitig ziemlich pessimistisch für politisch gesehen für den deutschen für die deutsche Wohnpolitik sein kann. Ein bisschen abgemildert trifft das durchaus auch auf Österreich zu, dann gleichzeitig aber Chancen bei Wohnbaukonzernen haben kann. Das ist kein Widerspruch, die Frage kommt immer wieder. Ich werde sie heute zum letzten Mal auf dem Kanal beantworten, weil ich das öfter schon ein bisschen herausgearbeitet habe. Nochmal, aktuell kommt also Wohnraum nur neu auf den Markt, wenn man noch 5000 Euro Baukosten dafür auf den Tisch legt. Es mag sein, dass in ländlichen Regionen, wo jemand noch selber baut, dass man da darunter ist, vor allem wenn das Regionen sind, wo eigentlich wenig gebaut wird, weil sie nicht sehr attraktiv sind, B- oder C-Lagen, wo auch der Grund weniger kostet, aber im urbanen Gebiet, ich brauche da jetzt gar nicht die Innenstädte von München oder von Berlin heranziehen, sondern einfach in halbwegs normalen Lagen, wo Wohnungen aktuell bei der schwierigen Situation noch gebaut werden, also dort, wo die Nachfrage generell relativ hoch ist, weil sich sonst keiner mehr diese Preise leisten kann. Dort kommt Wohnraum aktuell bei ungefähr 5000 Euro am Quadratmeter auf den Markt. Das kann man recherchieren, da gibt es von mehreren Instituten Zahlen dazu, die alle relativ ähnlich sind. Also wenn man sehr, sehr günstig baut, was dann auch von der Qualität her günstig ist, ja, und eben das Grundstück wirklich optimal quadratisch ist und so weiter, dann kommt man vielleicht noch auf Baukosten von 4000 Euro im Quadratmeter. Aber in der Regel kann man mit 5000 Euro rechnen in ganz begehrten Lagen, wo eine Baulücke frei wird und man nur mit kleinen Geräten arbeiten kann und so weiter, können die Baukosten natürlich auch nochmal deutlich höher sein. Ja, aber diese 5000 Euro am Quadratmeter, das habe ich mir mal durchgerechnet. Ich mache so grobe, große Abschätzungen
auf dem Kanal gern, ich lege auch danach an. Das heißt, es ist bei mir in meiner Rechnung auch egal, ob ich mich hier um 200 Euro im Quadratmeter unterschätze. Ich nehme überall so große Sicherheitsmargen an, dass die Ideen trotzdem aufgehen, auch wenn ich mich hier leicht verschätzen würde. Bei 5.000 Euro am Quadratmeter betragen die Kapitalkosten, ich nehme jetzt mal an, 5% der Zinsen für Wohnbaukonzerne, die mit einigen an Fremdkapital arbeiten, das ist momentan durchaus ein üblicher Zinssatz, machen also 5% Zinsen pro Jahr 250 Euro rein an Zinskosten aus. Da ist also noch nichts getilgt von dem Baupreis, der mal am Tisch gelegt werden muss, sondern es sind rein die Zinskomponente, die im Quadratmeter Wohnraum momentan drinsteckt. Das sind 250 Euro am Quadratmeter Zinsen pro Jahr und das wiederum am Monat gerechnet macht etwas über 20 Euro aus. Wenn ich also heute Wohnungen baue mit dem Ziel, die nachher zu vermieten, dann sind allein die Zinskosten bei 5% Zinsen und 5.000 Euro Wohnraumschaffungsgeld, also vom Baukosten pro Quadratmeter, sind das also allein gut 20 Euro je Quadratmeter, die ich für die Wohnung verlangen muss, damit ich überhaupt die Zinskosten drin habe. Irgendwann muss ich die Wohnung natürlich auch tilgen. Also wenn ich jetzt noch einen Tilgungssatz von 1-2%, kann ich das sogar sehr wenig pro Jahr annehmen und sehr, sehr langfristige Kredite am Laufen habe. Und wenn ich dann natürlich auch noch Betriebskosten habe, die in den letzten Jahren auch nicht gerade geringer geworden sind, also die Preise für Handwerker, wenn im Stiegenhaus was kaputt ist, ja, wenn im Keller was nicht passt, wenn das Solarpanel, das am Dach verbaut wurde, einen Defekt hat, ja, das ist natürlich alles etwas, was über die Betriebskosten rein bekommbar ist, dann komme ich zum Ergebnis, dass unter 30 Euro am Quadratmeter zurzeit kaum mehr Wohnungen vermietbar sind und 30 Euro im Quadratmeter sind natürlich viel höher als die Bestandsmieten sind. Es kommt aber eben ohne unter diesen Betrag zahlt sich das kaum mehr aus, neue Wohnungen zu bauen. Deswegen bricht auch überall gerade der Wohnbau massiv ein. Ja? Also von den 400.000 Wohnungen, die da als Ziel rausgegeben wurden, die eh schon viel zu wenig sind, ist man weit davon entfernt. Im letzten Jahr sind es noch gut 200.000 Wohnungen geworden. In diesem Jahr werden mit Sicherheit noch einmal weniger fertig gestellt und man darf auch nicht vergessen, dass einige Wohnungen, die jetzt gerade fertiggestellt worden sind, noch in der Niedrigzinsphase vor 2 Jahren plus geplant und bereits finanziert wurden und dass also jetzt auch demnach der Wohnbau in vielen Punkten nahe zum Erliegen kommt. Ja. Das wird also weniger Rolle spielen bei Einfamilienhäusern, wo sich also Leute, die aus gut situierten Familien kommen, ohne Erbschaft ist sowas ohnehin kaum mehr möglich, irgendwo den Traum verwirklichen und am Stadtrand ein Einfamilienhaus bauen, aber Wohnbauträger, die also für einen Großteil der Neubauten in den letzten Jahren wohnungsmäßig verantwortlich waren, für die zahlt sich momentan ein Neubau so gut wie nicht mehr aus, weil abgesehen von der Münchner Innenstadt nirgends diese Kosten über die Miete noch rein zu finanzieren sind. Es würde mich also sehr überraschen, wenn wir in den nächsten 2 Jahren wieder eine deutliche Ausweitung der fertiggestellten Wohnungen haben. Ich bin eigentlich sogar sicher, dass also die Weichen sind jetzt schon gestellt durch nicht erteilte Baugenehmigungen, durch nicht geplante Bauten, dass die Wohnraumschaffung in den nächsten 2 Jahren nochmal deutlich zurückgeht und auch in 3 oder 4 Jahren schaut es momentan nicht nach einer Besserung aus, aber hier könnte man quasi noch was tun. Ja. Das ist meine Rechnung, die ich hier habe. Es kommt dann auch öfter als Argument, aber wir haben Mietpreisbremsen und so weiter. Man sieht das in Wien, also ich bin Wiener oder in Wien aufgewachsen und jetzt wohne ich in Niederösterreich, aber in Wien gibt es einen kleinen Teil, die Altbauwohnungen, Wohnungen, die glaube ich vor 1953, glaube ich, ist der Stichtag, gebaut wurden.
wo es staatliche Höchstpreise bei den Mieten gibt. Und vor kurzem habe ich also einen Artikel gelesen, dass es so gut wie keine Altbauten mehr gibt, die unbefristet vermietet werden. Insgesamt auch also sehr zulasten des Mieters, weil er keine langfristige Sicherheit hat, sondern man kriegt hier quasi nur mal dreijährige Verträge und dann wird die Wohnung teilmöbliert vermietet und dann bekomme ich über die Miete für die Wohnung, weil die quasi nicht staatlich gedeckelt ist, irgendwo was zurück. Das sorgt zu enormen Verwerfungen. Es ist also nicht so, dass man in Wien ganz günstig Altbauwohnungen kriegt, zuhauf, ja, und die Neubauwohnungen, die nicht reglementiert sind, dagegen viel teurer wären, sondern man sieht einfach, dass man langfristig solche Sachen nicht ohne immense Verwerfungen deckeln kann. Es gab dann irgendwann mal das Gesetz, dass in Wien ein Vertrag, der befristet ist, nicht mehr als dreimal verlängert werden darf, sonst ist er automatisch unbefristet. Das hat dann dazu geführt, dass bei der dritten Verlängerung jeder Vermieter sagt, jetzt musst du dir was Neues suchen, auch wenn ich mit dir als Mieter glücklich bin und du die Wohnung auch gern weiter hättest. Das geht nicht, weil dann wäre der Vertrag unbefristet. Daher hat man diese Regelung gescheiterweise wieder zurückgenommen. Ich gehe aber davon aus, dass es sozusagen durchaus sinnvoll sein kann, in einem Jahr mit Rekordinflation die Mieten temporär zu deckeln und hier einen gewissen Lastenausgleich zu schaffen. Aber dauerhaft ist es noch nie geglückt, die Knappheit eines Gutes durch gesetzliche Regelungen aufzuheben, sondern eigentlich müsste man viel mehr Wohnungen bauen, ja. Und das wird eben nicht getan, sodass ich davon ausgehe, dass langfristig sich die Mieten nicht begrenzen lassen, weil hier einfach ein derartiger Nachfrageüberhang da ist. Also die Wohnungen werden eben jetzt kaum mehr gebaut. Gleichzeitig geht die Zuwanderung relativ unbegrenzt weiter. Man kann sich also ausrechnen, wo das in etwa hinführt. Ja. Ich möchte auch, der Effekt ist ganz interessant, den haben wir nach Corona in sehr vielen Bereichen, den sollte man mal genauer verstehen. Während Corona haben wir viele Märkte gehabt, die temporär nicht mehr richtig funktioniert hat. Inwieweit das am Wohnungsmarkt auch gegangen ist, es wird zumindest teilweise auch den beeinflusst haben, aber bei jede Menge Investitionsgütern, bei langlebigen Konsumgütern habe ich diese Effekte gehabt, also dass die Nachfrage nach Autos temporär massiv eingebrochen ist. Sie hat sich jetzt etwas wieder erholt, ist in Deutschland noch immer niedriger als davor, weltweit allerdings nicht. Ja. Und wir haben in vielen Punkten jetzt den Effekt, dass die Güter, die produziert werden, noch auf Maschinen produziert werden, noch mit kapitalintensiven Werkzeugautomaten produziert werden, die vor den Preissteigerungen erschaffen wurden. Und somit, wenn man das notwendige Kapital für ein Gut X rechnet, das heute erzeugt wird, dann ist dieses Kapital noch angelegt worden und in Produktionsmitteln investiert worden vor den Teuerungen, die wir in den letzten 2 Jahren hatten. Wenn aber jetzt die Nachfrage sich in einigen Punkten wiederholt und zumindest global die Vor-Corona-Nachfrage mittlerweile wieder übersteigt und die Produktion ausgeweitet werden muss, dann geht das nur mehr wesentlich kapitalintensiver, weil auch die Kapitalkosten in den letzten 2 Jahren massiv angestiegen sind. Also auf der einen Seite wegen dem Zins, das ist ganz offensichtlich, auf der anderen Seite aber auch, weil einfach Löhne und Vorprodukte, Rohstoffe kräftig teurer geworden sind. Das heißt, wenn die Nachfrage nach Gütern jetzt über das Vor-Corona-Niveau anwächst, dann können neue Güter nur mehr auf Maschinen produziert worden werden, die zu viel teureren Preisen eingekauft worden sind, ja, als das eben 2019 oder davor der Fall war. Und dieser Effekt, den merkt man jetzt bei vielen Sachen, daher glaube ich auch noch, dass die Inflation noch nicht ganz vorbei ist, sondern dass da jederzeit so ein zweiter Effekt kommen kann, auch wenn er momentan von den Frühindikatoren, die man sich anschauen kann, nicht zu sehen ist. Also das ist nichts, was ich unmittelbar voraussehe, aber so ja, ab Herbst oder so würde mich das wenig wundern, wenn die Inflationsrate auch wieder ansteigt, weil eben wenn die Nachfrage das Vor-Corona-Niveau deutlich übersteigt, dann produziert man nicht wieder auf Maschinen, die schon mal erzeugt wurden, sondern man muss neue Maschinen einkaufen und die sind also viel teuer und das sehe ich eben per Excel aus bereits am Wohnmarkt, ja, wo also Deutschland, man braucht nur die Einwohnerzahl miteinander vergleichen, also heute ein gutes Stück mehr Einwohner hat als
das 2019 der Fall war. Hier geht die Nachfrage nach Wohnraum übersteigt, also weil die vor allem durch Migration definiert ist. Das ist also der größte variable Faktor bei der Nachfrage nach Wohnraum. Und diese zusätzliche Nachfrage wäre eigentlich nur durch neuen Wohnraum zu befriedigen, und neuer Wohnraum kommt eben nur mal zum Quadratmeterpreis von 5.000 Euro auf den Markt. Ja. Das kann sich wiederum kaum jemand leisten, deswegen wird kaum mehr gebaut, aber das führt dazu, dass ich einen tendenziellen Überhang an Nachfrage habe, und sowas kann man auch durch staatliche Regelungen nicht dauerhaft ausbremsen. Ja. Also man sieht das in den Ländern, die das ganz massiv funktioniert hat. So eben so ein paar staatliche Regelungen, wenn ich kurz eine Preisspitze habe, darüber lasse ich, glaube ich, schon sinnvoll nachdenken, aber dauerhaft die Knappheit an Wohnraum, ja, durch eine andere Verteilung zu lösen. Es gibt da noch immer wieder Statistiken, dass ja so viel Wohnraum leer steht. Wenn man sich die genauer anschaut, dann sind die alle nicht das Papier wert, da, auf dem sie geschrieben sind. Da wird meistens mit dem Hauptwohnsitz argumentiert. Ja. Es gibt so viele Pärchen allein in meinem Freundeskreis, die dann zusammenziehen in eine Wohnung. Ja. Und man kennt sich aber erst seit 2 Jahren. Man fühlt sich wohl miteinander, aber der eine will seine Wohnung noch behalten. Ja. Dort ist jetzt natürlich formell niemand gemeldet. Ja. Aber dass das ein wirklicher Leerstand ist, der für den Markt verfügbar wäre. Ja. Also auch wenn man hier eine Steuer zusätzlich von 500 Euro pro Jahr einführen würde für so eine Leerstandsabgabe, dann würden die Leute die Wohnung noch nicht aufgeben. Wenn, dann geben sie es auf, weil man sich nach ein paar Jahren Partnerschaft so wie sicher ist, dass man sie nicht mehr braucht, dann hat das aber auch wieder wenig damit zu tun. Ja. Wenn man sich seriösere Statistiken anschaut, die den Leerstand zum Beispiel am Stromverbrauch messen, ja, halt, wenn man 90% weniger als der Durchschnitt verbraucht, also wirklich nur ganz, ganz wenig, wo man sagt, das könnten irgendwelche automatischen Geräte sein, ja, dann ergibt sich, dass es in Ballungszentren, wo die Wohnungsknappheit wirklich hoch ist, kaum Leerstand gibt. Also so 0,5% hat man immer wieder mal, weil eben wenn eine Wohnung leer steht, bis ja jemand Neuer sie bezieht, können 2-3 Monate vergehen, aber ich habe da die Zahlen gelesen von seriöseren Untersuchungen, die aber also nicht am Hauptwohnsitz abzielen. Und da sieht man eben, dass es durchaus in Deutschland nennenswerte Leerstände gibt, aber die sind zum Beispiel in Frankfurt an der Oder. Ja. Da habe ich, glaube ich, gelesen, dass die Leerstandsquote 9% sind. Die haben allerdings auch kein Problem mit hohen Wohnpreisen, weil das eine Gegend ist, die tendenziell in den letzten Jahren an Bevölkerung verloren hat. Ja. Wenn ich das andere Frankfurt oder eben München heranziehe, dann habe ich eine Leerstandsquote, die teils ganz deutlich unter 1% liegt. Also da wird man nicht mehr sehr viel gewinnen können, dass es hier irgendeine gesetzliche Regelung gibt, die auf einmal die Knappheit des Wohnraums aufhebt. Da wage ich eigentlich auszuschließen. Da bin ich mir sicher genug in meinen Prognosen. Und da kommt jetzt eben die Rechnung insgesamt hin, dass ich sage, wenn neu geschaffener Wohnraum 5.000 Euro pro Quadratmeter kostet, selbst wenn die Baukosten im nächsten Jahr wieder etwas sinken, was zumindest nach den Steigerungen nicht ausgeschlossen werden kann. Ich glaube es eigentlich nicht, aber selbst wenn das passiert und ich komme auf 4.500 Euro zurück bei den Baukosten, dann ist das eben noch immer sehr viel. Und hier habe ich mal den Bestand von Deutsche Wohnen einmal genauer angesehen. Und Deutsche Wohnen bilanziert aktuell seinen Wohnraum mit ungefähr 2.500 bis 2.700 Euro am Quadratmeter. Und das ist eben in der Bilanz, ist der Wohnraum bewertet, deutlich geringer als das neuer Wohnraum ist. Und hier greift eben dieser Effekt, wenn die Nachfrage anzieht, ja, dann richtet sich der Marktpreis nach dem neuen Gut aus. Ja. Also wenn ich ein paar Bestandsgüter habe und die Nachfrage übersteigt den Bestand ganz deutlich, das ist beim Faktor Wohnraum der Fall, und dann kommt ein bisschen neuer Wohnraum dazu, dann orientiert sich der Marktpreis mindestens, es sei denn, es ist eine extreme Knappheit, die ist noch nicht da, aber an den zusätzlichen Neubaukosten. Und es ist uninteressant, ob Deutsche Wohnen eben hier Wohnungen im Bestand hat, die vor 10 Jahren gebaut wurden und die damals noch zur Hälfte der aktuellen Kosten gebaut werden konnten. Und wenn ich jetzt hier die Schulden abziehe,
Ich mache da eben also durchaus eine Pi mal Daumenrechnung auf, die allerdings aufgrund der Bilanzzahlen erstellt ist. Also nur weil etwas nicht auf die zweite Nachkommastelle genau ist, heißt das nicht, dass die Rechnung irgendwie deswegen weniger seriös wäre. Ich zumindest setze auf solche Rechnungen. Wenn ich also hier den Bestand von Deutsche Wohnen mit aktuellen Neubaupreisen, ja, also selbst wenn ich hier auf 4.500 runtergehe und eine gewisse Sicherheitsmarge reinkomme, dann komme ich drauf, dass der Bestand zu Marktpreisen minus den Schulden, die Deutsche Wohnen hat, ja, ungefähr 50 bis 60 Euro je Aktie ergibt. Ja. Das wäre also, man könnte es auch nach Graham quasi als Zerschlagungswert der Firma sehen, wenn also Deutsche Wohnen alle Wohnungen verkaufen würde. Das ist jetzt wird nicht so einfach gehen und so, aber nur gedanklich. Und sie würden dann die Schulden zurückzahlen. Was würde überbleiben pro Aktie? Ich komme da eben auf 50 bis 60 Euro je Aktie und aktuell habe ich heute Deutsche Wohnen bei 18 Euro gekauft. Das ist also durchaus eine Aktie, wo ich mit einigen Risiken, die eben beim deutschen Immobilienmarkt durchaus da sind, ja, also irgendeine staatliche Regelung, die dann zumindest temporär den Sektor trifft oder eine Wiedererwarten, eine Zinserhöhung statt einer Zinssenkung, können da die Karten sehr schnell neu mischen. Also mir ist klar, dass das Ganze mit ordentlichem Risiko versehen ist, aber hier habe ich quasi eine Aktie, wo ich mit einem fairen Wert auf 50, 60 Euro Kauf für 18 Euro kaufen könnte. Selbst wenn meine Rechnung also jetzt da etwas falsch ist, ja, und ich anders runden müsste oder mich hier irgendwo um 10% verschätzen würde, dann wäre ich eben eher bei 50 Euro und nicht bei 60 Euro. Aber selbst wenn ich bei 40 Euro je Aktie wäre, wäre das noch immer doppelt so hoch als der Preis ist, den Deutsche Wohnen momentan an der Börse macht. Ich glaube, dass momentan einfach die Nachrichtenlage so negativ ist, Fondsmanager wollen stark abgestrafte Aktien nicht im Depot drin haben, zumindest nicht so hochgewichtet, dass sie sie veröffentlichen müssen bei ihren großen Positionen, dass also momentan den deutschen Immobiliensektor kaum jemand angreifen will. Und daher sehe ich aktuell wirklich gute Chancen zu Deutsche Wohnen. Der Vollständigkeit halber noch, ich habe auch die Erträge angeschaut, also die operativen Erträge bei Deutsche Wohnen liegen ungefähr bei einer halben Milliarde. Ich habe hier Gesamtverbindlichkeiten, also nicht nur Schulden, sondern wirklich Gesamtverbindlichkeiten in der Bilanz von 7 Milliarden. Naja, also auch hier, 7 Milliarden ist die Marktkapitalisierung, die ich habe. Also hier stimmt die Bewertung, aber auch wenn ich eben die Gesamtschulden, die sind höher als 7 Milliarden, aber wenn man mit dem operativen Gewinn rechnet, dann stimmt hier meiner Meinung nach durchaus die Relation. Fantasie, die ich momentan nicht sehe, weil Deutsche Wohnen immer wieder als Übernahmekandidat durch Vonovia gesehen wird. Also Vonovia, der größte deutsche Wohnbaukonzern, hält bereits 87% der Aktien bei Deutsche Wohnen und da wird also darauf spekuliert, dass Vonovia, um auf den Cashflow zugreifen zu können, auch noch die letzten Aktien kauft über 95% bzw. 90% bei gewissen Kriterien ist dann ein sogenannter Squeeze-out möglich, ja, oder auch ein Kapitalabführungsvertrag. Das sehe ich momentan nicht. Also hier müsste Deutsche Vonovia jede Menge Grunderwerbsteuer zahlen, wenn sie über die 90%, glaube ich, bei den Deutsche Wohnen Aktien kommen. Das war damals wahrscheinlich geplant, wie man diese Übernahme initiiert hat. Noch beim Nullzinsumfeld, da wären das eher quasi bei ständigen Höherbewertungen Peanuts gewesen. Aktuell glaube ich, dass das der Grund ist, dass eine Übernahme oder auch ein Gewinnabführungsvertrag aktuell in der Marktsituation, zumindest solange die Zinsen auf dem Niveau bleiben, nicht in Sicht werden. Die Übernahmefantasie sehe ich aber halt also nicht. Ja. Heißt aber auf der anderen Seite, dass das Vonovia auch nicht wirklich viel Interesse daran hat, dass Deutsche Wohnen sich jetzt hoch verschuldet oder irgendwas, sondern sie haben dadurch eher den Vorteil über diese Konstellation, dass sie einen Großteil des Cashflows auch nutzen, um Verbindlichkeiten leicht abzubauen. Also die Verbindlichkeiten bei Deutsche Wohnen sind in den letzten Jahren moderat runtergegangen.
Das schaut also meiner Meinung nach in dieser Konstellation alles ganz gut aus. Es gibt hier auch bei Deutscher Wohnen ein paar Aktivisten, die sich eingekauft haben, also ein paar Fonds, die auf eine ähnliche Konstellation spekulieren. Da gibt es einen Kredit, der überschaubar ist und mittlerweile auch zurückgezahlt worden ist, wo Vonovia in Verdacht steht, sich von der Tochter für zu günstige Konstellationen Kredite geben zu lassen. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Also das ist natürlich ein Nachteil, ja, aber hier ist auch der Vorteil, dass hier prominente Aktivisten mit drin sind, ja, die also hier schauen, dass nichts Ungesetzliches passiert. Das könnte ich als Kleinanleger nicht machen. Und insgesamt sorgt das für eine Risikobewertung, wo ich glaube, dass ich hier heute durchaus eben zu 18 Euro pro Aktie ein Schnäppchen einkaufen konnte. Mir ist aber klar, dass das eine Spekulation im hochriskanten Bereich ist. Ja. Deswegen auch 2/3 momentan Energiesektor, Basiskonsumgütersektor. Ja. Wenn man also heute die großen Hersteller von Produkten kauft, die im Supermarkt, im Wochenendeinkauf von den Kunden gekauft wird, dann kann man auf lange Sicht gesehen wahrscheinlich nicht allzu viel falsch machen. Auch solche Aktien können in einer Panik also massiv verlieren, aber auf Sicht von 5 oder 10 Jahren. Glaube ich persönlich, es ist nur meine Meinung, dass man da nicht sehr viel falsch machen kann. Beim deutschen Immobilienmarkt ist das sicher anders. Das fällt unter hochriskant. Ich habe daher auch vor einem Jahr, als ich die ersten Vonovia-Aktien damals gekauft habe, das habe ich auch in einem Video lang erklärt. Damals war das noch toxischer, ja. Da waren noch die Zinsen höher und höher und es war noch nicht klar, dass die Zinserhöhungen ihr Ende gefunden haben. Da haben überhaupt, da habe ich sehr viele negative Kommentare gekommen. Das ist auch okay. Vor allem, wenn sie sachlich sind, sind sie sogar sehr willkommen. Ja. Aber wie man jetzt am deutschen Immobiliensektor investieren kann, nachhinein gesehen war das bei den Vonovia-Aktien überhaupt kein schlechter Zeitpunkt, auch wenn es in letzter Zeit wieder etwas runtergegangen ist. Ja. Aber da habe ich gesagt, ich überlege mir das genau. Ich sehe momentan wirklich besondere Chancen am deutschen Immobilienmarkt. Und das ist eben auch der Grund, ich versuche mich ja international aufzustellen und generell eher Aktien außerhalb von Deutschland, außerhalb der Eurozone überzugewichten bei meinen Zukäufen. Ja. Da ist eben die Frage naheliegend, warum bei Immobilienaktien jetzt eben eher deutsche. Und da ist eben die Spezialantwort, dass die deutsche Politik, ja, die schon den Wohnbausektor viel massiver beeinflusst hat, als dass der Wohnbausektor in Japan oder in den USA der Fall ist. Das sieht man auch eben an den Neubauzahlen, die also nirgends anders so massiv einbrechen wie in Deutschland. Also diese Politik sorgt sogar für Zusatzchancen bei Aktionären von Wohnbaugesellschaften. Ja. Wenn also ein Gut durch in einer ohnehin schwierigen Situation durch die Politik nochmal wesentlich verknappt wird, während gleichzeitig die Rahmenbedingungen in Richtung Zuwanderung geschaffen werden, dass die Nachfrage nach Wohnraum weiter steigt, dann ist das eben eine Sondersituation, wo die deutsche Politik, also meiner Meinung nach, wir werden es eben sehen, wo Deutsche Wohnen in 2 Jahren steht, aber ihr Bestes tut, um eigentlich hier extra Gewinne für Aktionäre bereitzustellen, auch wenn sie das natürlich nicht will, aber es ist der Effekt, den es haben will. Weil es aber eben hochriskant ist, habe ich damals vor einem Jahr gesagt, ich denke mir das durch, ich gewichte das mit 2-3% an meinem Aktiendepot. Das ergibt bei den üblichen Kaufgrößen, die ich mache, ungefähr 10, 11, 12 Zukäufe und mehr investiere ich da nicht. Egal wie weit die Aktien fallen, ja, ich begrenze also hier das Risiko streng mit 2-3% meines Depots. Falls ich hier mich irgendwo grundlegend irre, halte ich das aus. Bis hin zum Totalverlust könnte ich mal bei 2-3% relativ locker leisten. Ich sehe den aber auch nicht. Also wie gesagt, ich sehe die Chancen noch recht gut, ja, an. Ja. Weniger investieren, als man das Risikomanagement im Kopf sagt, geht natürlich immer. Wenn ich mitten drunter drauf komme, die Aktien sind hoffentlich schon so stark gestiegen, dass die Chancen mittlerweile geringer sind, dass sie weiter steigen. Oder ich habe irgendwas Nennenswertes in meiner Rechnung übersehen. Dann kann ich natürlich jederzeit weniger investieren, aber ich habe gesagt, ich investiere hier maximal 2-3% meines Depotwerts. Das sind eben 10, 11, 12 Käufe und das heute war der 6. Kauf im Immobiliensektor innerhalb der letzten 12 Monate. Also ich glaube, es ist sogar wirklich
ungefähr 11 Monate her, glaube ich, seit ich da das erste Mal zugekauft habe. Mir hilft das beim Denken, weil man vom Anfang an weiß, ich werde nur irgendwo 10-mal maximal zukaufen, dann wird man automatisch vorsichtiger, vor allem wenn man irgendwo vielleicht sehr enthusiastische Informationsquellen wie dieses Video gerade hat. Deswegen bitte immer alles doppelt überprüfen, bevor ihr irgendwas kauft, was ich kaufe. Überlegt euch, ob ihr die Argumentation wirklich nachvollziehen könnt. Sucht gezielt nach einer Informationsquelle von jemandem, der das Gegenteil sagt. Hört euch auch dem seine Argumente an und dann bildet euch eine eigene Meinung. Ja. Aber eben gerade, wenn man irgendwo was sehr Enthusiastisches liest oder auf einem anderen YouTube-Kanal mitbekommt, dann ist man immer, läuft man Gefahr, vielleicht relativ früh schon zu viel seines Pulvers zu verschießen, relativ große Portionen im Verhältnis zu dem, was man insgesamt investieren will, zu investieren. Und wenn es dann weiter runter geht mit der Aktie, man sieht die Story, wegen der man gekauft hat, aber nach wie vor intakt, dann würde man eventuell gern nachkaufen und hat aber keinen Einsatz mehr, oder man gewichtet das dann, das ist oft einer der schlimmsten Entscheidungen von Leuten, die dann wirklich auf die Schnauze fallen am Aktienmarkt, man wieder besseres Wissens gewichtet man den Sektor dann zu hoch. Und ich sage zum Beispiel, jetzt habe ich meine 2-3% investiert, ihr seht, ich mache das eh sehr vorsichtig. Ja. Und jetzt fallen die Kurse noch weiter und ich verdopple meinen Einsatz. Dann fallen sie noch weiter und ich verdopple ihn nochmal. Und auf einmal macht das bei mir 10% aus. Ja. Also ihr seht, ich arbeite wirklich mit sehr kleinen Einheiten, damit ich mich eben auch ab und zu mal verrechnen kann. Und wenn was in die Hose geht, dann stimmt die Gesamtperformance doch noch. Also so Anfängerfehler wäre, ich investiere da vielleicht, weil ich es für eine sehr gute Idee habe, gleich mal 20% rein. Dann fällt die Aktie weiter, dann schieße ich nochmal 20% nach. Dann fällt sie nochmal weiter und auf einmal macht das 50% meines Depots aus. Also um es ganz überspitzt zu sagen, von sowas rate ich ganz streng ab. Aber mir hilft das eben, wenn ich weiß, ich habe nur maximal 10 bis 12 Patronen quasi im Lauf oder wie auch immer mal bei der Metapher im Magazin müsste man sagen, dann ist man automatisch viel vorsichtiger. Und wenn man mal gekauft hat, dann wartet man mal ab und schaut, wie sich das weiterentwickelt. Und eben mittlerweile habe ich eben die Hälfte des Kapitals, was ich maximal einsetzen will am deutschen Immobilienmarkt, eingesetzt. Auch im Vergleich dazu, weil ich gesagt habe, ich habe also noch eine Immobilie wirklich als Wohnung im Bestand, die ich immer seltener nutze. Das war früher meine Stadtwohnung in Wien, als ich noch wesentlich mehr im ersten Bezirk gearbeitet habe. Die möchte ich also verkaufen. Wie passt das auch zusammen? Es ist halt schon ein Unterschied, ob ich bei Aktien die Möglichkeit habe, in einer Sondersituation 2-3% meines Kapitals oder meines Aktiendepots irgendwo zu investieren. Und wenn ich auf einmal auf die Idee komme, es ist keine so gute Idee mehr, dann kann ich das theoretisch innerhalb von 5 Minuten verkaufen und habe das Geld kurze Zeit später auf meinem Konto. Immobilien, die wirklich physisch vorhanden sind, machen erstens einmal von der Natur aus einen viel größeren Betrag aus, weil eine, also um 2-3% meines Aktiendepots ging sich also vielleicht gerade mal ein Parkplatz aus, ja, aber lang keine Wohnimmobilie. Das heißt, ich habe hier natürlich ein Klumpenrisiko. Solange ich die Wohnung selber genutzt habe, war es kein Problem. Aber aus Immobilien kommt man dann auch sehr schwerer wieder raus, wie aus Immobilienaktien. Also das auch vielleicht, weil der eine oder andere das als Widerspruch sieht, kann man auch so sehen. Aber das waren meine Hintergründe. Ja. Eben heute nach dem Urlaub eben habe ich das aufgeholt und 3 Aktienkäufe gemacht, habe erklärt, warum ich das also drittel, warum ich das weitermache und da in verschiedenen Sektoren investiert. In dem Video ging es einmal um deutsche Wohnen, wo ich heute also glaube ich 115 Aktien dazu gekauft habe und jetzt 300 in meinem Depot liegen habe. Um die anderen beiden Aktien, die ich heute gekauft habe, geht es dann um wie in Videos, die in den nächsten Tagen online gehen. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüß euch.